Hallo zusammen. Am Anfang der chinesischen Philosophie steht ein sehr mysteriöser Text, der für alle Schulen in gleicher Weise als eine Art Autorität gelten kann. Ein Text, auf den sich alle späteren chinesischen Philosophien in irgendeiner Weise berufen können. Dieser Text ist das I Ching. Das I Ching, man könnte es auch übersetzen mit das Buch der Wandlungen, ist so eine Art Kern der klassischen chinesischen Weltanschauung. Es enthält die wesentlichen Elemente der klassisch-chinesischen Kosmologie und Metaphysik. I Ching, wie gesagt, ist das Buch der Wandlungen. I bedeutet ganz einfach Wandlung und Jing, das bezeichnet ein Buch oder einen Klassiker. Dieser Klassiker, das I Ching, ist eine Art gemeinsamer Bezugspunkt für alle anderen Schulen. Es ist zwar stärker in seinem Denken daoistisch geprägt, wie wir später noch sehen werden, aber es ist trotzdem etwas, auf das sich irgendwie alle einigen können. Auch von späteren Konfuzianismus wird das I Ching als ein Grundtext anerkannt. Interessanterweise ist nun allerdings das I Ching gar kein philosophischer Text. Das I Ching ist eigentlich eine Art Orakelbuch oder nicht nur eine Art Orakelbuch, es ist ein Orakelbuch. Und zwar wurde das I Ching früher bereits in der Zeit der Zhou-Dynastie, Sie erinnern sich beim letzten Mal an diesen historischen Abriss, es wurde bereits in der Zeit der Zhou-Dynastie verwendet für eine Form von Schafgarben-Orakel. Und zwar funktioniert das so, dass aus einem großen Bündel von Schafgarbenstängeln ein ausgebildeter Wahrsager oder Orakeldeuter nach einem komplizierten Verfahren Stängel herauszieht und die dann in einer bestimmten Weise anordnet. Diese Stängel können eine gerade oder eine unterbrochene Linie repräsentieren. Und aus der Anordnung dieser geraden und unterbrochenen Linien kann dann der Wahrsager mithilfe des I Chings das Orakel lesen. Das I Ching ist also eigentlich nur, wenn man es ganz prosaisch betrachtet, eine Liste von 64 möglichen Kombinationen von Strichen. Also es gibt immer Sechserbündel von Strichen, die entweder gebrochen oder gerade durchgezogen sein können. Und da gibt es 64 mögliche Kombinationen. Das I Ching ist die Auflistung dieser 64 möglichen Kombinationen. Das heißt, es ist eine Liste von Ergebnissen eines Orakels und der zugehörigen Deutung. Warum ist das dann aber jetzt philosophisch für uns interessant? Naja, das ist deshalb interessant, weil hinter dieser Deutung des Orakels und hinter den entsprechenden Kommentaren, die dann dazu gegeben werden, eine bestimmte Weltsicht steht. Also es ist nicht einfach nur ein Wahrsagebuch, sondern es ist ein Wahrsagebuch, das implizit hinter dem Text eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Weltanschauung vertritt. Das I Ching, wir werden gleich noch mehr darüber erfahren, was damit gemeint ist. Das I Ching sieht die Welt als einen Schauplatz von Veränderungen. Es beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, auf diese Veränderungen zu reagieren und impliziert damit eine dynamische Weltsicht. Es fragt nach dem richtigen Weg, wie man sich in einer Welt der Veränderungen verhalten soll, wie das menschliche Leben sich am besten an einen dynamischen Kosmos anpassen soll. Und dazu dienen letzten Endes diese Orakel, eine Anpassung an die Dynamik des Universums. Wie ist das I Ching nun aufgebaut? Nun, wenn man sich das I Ching oder willkürlich mal aufschlägt, dieses Buch, und sich eine Seite anschaut, dann sieht man in etwa so etwas hier. Es gibt ein Zeichen, also ein Hexagramm aus diesen verschiedenen Strichen zusammengesetzt und einen Namen dieses Hexagramms. Und zu jedem Hexagramm findet man dann einen Urteilsspruch. Das ist der eigentliche Kern des I Chings, das Hexagramm, das Ergebnis des Orakels plus den zugehörigen Urteilsspruch. Darüber hinaus finden Sie, wenn Sie ein bisschen weiter blättern, Erläuterungen zu dem Zeichen selbst, also eine Erklärung zu diesem Orakelspruch und dann auch noch zu einzelnen Linien innerhalb des Hexagramms spezielle Erläuterungen für eine besonders feine Ausdeutung des Orakels oder so etwas. Das zusammengenommen, also das Zeichen, das Hexagramm, plus den Kommentar, plus die Kommentare zu den einzelnen Linien, das ist der Urtext des I Ching, also das, was das I Ching in seinem Kern ausmacht. Darüber hinaus enthält das I Ching in der Form, wie wir es heute haben, noch die sogenannten 10 Flügel, die Shi.
Das sind Kommentare, später hinzugefügte Kommentare, die besonders für die philosophische Deutung des I Ching interessant sind, also aus denen dann noch stärker als aus dem I Ching selbst der philosophische Hintergrund des I Ching hervorgeht. Das I Ching ist allerdings nicht in dieser Form in der Welt einfach so erschienen, sondern der Text ist über einen langen Zeitraum entstanden. Die Erfindung dieses Strichsystems geht angeblich zurück auf den mythischen Kaiser Fuxi, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben. Vermutlich ist dieses Hexagrammsystem, also dieses Strichsystem, sehr, sehr alt, wahrscheinlich schon vor 1000 vor Christus entstanden, also noch vor der Zhou-Dynastie erfunden worden. Aber ja, wann genau das passiert ist, lässt sich mit Mitteln der Geschichtswissenschaft natürlich ziemlich schwer in irgendeiner Weise fassen. Die traditionelle Überlieferung sagt weiter, dass dann spätere Ergänzungen durch den König Wen, den Begründer der Zhou-Dynastie, vorgenommen worden sind und dass die Kommentare später von Konfuzius verfasst worden sind. Die moderne Forschung sieht das etwas anders. Vermutlich hat Konfuzius nichts mit der Abfassung des I Ching zu tun gehabt. Die Entstehung dieses Strichsystems, ja gut, das verliert sich im Dunkel der Frühgeschichte irgendwann. Die ältesten Teile des I Ching dürften so in der frühen Zhou-Zeit verfasst worden sein, also zwischen 1000 und 650 vor Christus. Wie gesagt, es liegt in der Natur der Sache, dass das ziemlich schwer exakt zu datieren ist. Die Kommentare stammen dann aus deutlich späterer Zeit, so ungefähr zwischen 400 und 200 vor Christus dürften die verfasst worden sein. Das ist relativ gut belegt und nachvollziehbar durch Gräberfunde aus der Zeit um einerseits 300 vor Christus und andererseits 1800 vor Christus, die man im 20. Jahrhundert gemacht hat. Also da hat man verschiedene Versionen oder Fragmente dieses I Ching als Grabbeigaben gefunden und kann dadurch relativ gut die Entstehungsgeschichte des Textes rekonstruieren. Seine endgültige Form, also die Form, die wir heute vorlegen haben, die bekam das I Ching allerdings erst so ungefähr um das Jahr 200 nach Christus, also noch mal ein paar Jahrhunderte später. Die ältesten uns heute noch erhaltenen Textzeugnisse, also Ausgaben des I Ching, die tatsächlich heute noch existieren, die stammen aus der Tang-Zeit, aus dem 8. Jahrhundert etwa. Gut, so viel zur Textgeschichte. Dann schauen wir uns jetzt mal den Inhalt des I Ching ein bisschen näher an. Um zu verstehen, worum es da eigentlich geht und was das I Ching eigentlich ist, müssen wir uns dieses Strichsystem ein bisschen näher anschauen. Dieses Strichsystem oder Hexagrammsystem hat zwei Elemente, nämlich, wie eben schon erwähnt, einen durchgehenden und einen unterbrochenen Strich. Diese durchgehenden und unterbrochenen Striche symbolisieren die beiden Grundkräfte des Universums, nämlich Yin und Yang. Was Yin und Yang sind, haben Sie vermutlich schon so eine Idee im Kopf, aber sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Bisher reicht es, wenn wir uns erstmal einfach nur sagen, Yin und Yang, das sind die Grundkräfte, die das ganze Universum strukturieren. So, die Idee dahinter, also hinter diesem Strichsystem, hinter der Symbolisierung durch Yin und Yang ist die, dass alle Grundsituationen des Daseins, also alle möglichen Kombinationen von Wesen und Ereignissen, alles, sagen wir mal, was sich im Universum so ereignen kann, dass das durch Yin und Yang bestimmt ist. Also jede Grundkonstellation des Daseins lässt sich irgendwie als ein Einwirken von Yin und Yang aufeinander auf eine Situation verstehen. Kombiniert man jetzt diese beiden Strichsysteme miteinander, dann ergeben sich vier mögliche Kombinationen. Also entweder ein doppeltes Yang oder ein doppeltes Yin. Das ist dann das sogenannte alte Yang oder alte Yin. Oder es ergibt sich die Kombination Yin-Yang oder Yang-Yin. Das sind dann das junge Yang und das junge Yin. In der traditionellen chinesischen Kosmologie werden diese vier Kombinationen von Yin und Yang assoziiert mit den vier Himmelsrichtungen beziehungsweise oder mit den vier Jahreszeiten. Also das doppelte Yang steht dann für Süden und Sommer, das doppelte Yin steht für Norden und Winter oder so etwas. Diese Vierer-Kombinationen von Yin und Yang sind jetzt, wenn man sie versteht, als Konstellation dieser beiden Grundkräfte, harmonisch. Sie befinden sich in einer Art Gleichgewicht. Sie sind ausgeglichen. Es gibt keine Disbalancen zwischen Yin und Yang. Also entweder sind Yin und Yang zusammen und verstärken sich. Yang und Yang oder Yin und Yin sind zusammen und verstärken sich. So rum. Oder wir haben zwei genau gleich starke Gegensätze Yin und Yang. Also alles ist in Balance, alles ist im Gleichgewicht in diesen vier Doppelkombinationen. Das ändert sich nun aber, wenn man einen dritten Strich hinzufügt.
Wenn man diesen dritten Strich hinzufügt, bekommt man 8 mögliche Kombinationen von 3 Strichen, die sogenannten Trigramme, auf Chinesisch Bagua. Hier sehen Sie mal so eine Darstellung davon, wie dieses System als eine Art Kaskade aufgebaut werden kann, also wie das Hinzufügen von immer weiteren Strichen, immer weitere Kombinationen von Yin und Yang produziert, die dann in diesen 8 Trigrammen münden. Die 8 Trigramme, die symbolisieren nun so etwas wie Grundsituationen in der Welt, also Grundgegebenheiten des Daseins, nämlich Grundgegebenheiten in der Hinsicht, dass hier unterschiedliche Anteile von Yin und Yang da sind und dadurch eine Art Dynamik reinkommt, also eine zeitliche Abfolge der Grundkräfte von Yin und Yang. Dieses Ungleichgewicht, dass es an manchen Stellen mehr Yin als Yang gibt oder umgekehrt, das bringt eine gewisse Dynamik in die Situation rein. Also das System ist dann nicht mehr stabil, weil zum Beispiel das Yin das Übergewicht über das Yang hat und wird dadurch dynamisch. Jede dieser Grundsituationen, und das ist jetzt ein sehr wichtiger Gedanke für das I Ching, jede dieser Grundsituationen hat so eine Art Tendenz oder Neigung in sich, wie sie sich weiterentwickeln wird. Das entsprechende chinesische Konzept ist das von Shi, also eine Neigung oder Tendenz in eine bestimmte Richtung hinein. So, jede dieser 8 Grundsituationen, jedes dieser 8 Trigramme kann man nun wieder mit einem anderen der 8 Trigramme kombinieren. Also 8 mal 8 ergibt 64 und Sie kriegen 64 mögliche Kombinationen von 6 Strichen. Das sind jetzt die sogenannten Hexagramme. Und diese Hexagramme, ja, wie gesagt, bilden den Kern des I Ching. Das I Ching ist nichts anderes als eine Auflistung dieser 64 Hexagramme und ihrer Orakelbedeutung. Sie sehen hier so eine Darstellung davon, so eine traditionell chinesische Darstellung davon, wie man diese 64 Hexagramme anordnet und ihre jeweiligen Bezeichnungen. Das ist ein Dokument übrigens, das aus dem Nachlass von Gottfried Wilhelm Leibniz stammt, der im 18. Jahrhundert über Jesuitenmissionare informiert worden ist, über dieses Hexagrammsystem und ganz fasziniert davon war, dass diese Notation so eine Übereinstimmung hat mit der, mit binären Zahlen, die nur als 0 und 1 geschrieben werden, was Leibniz zu der Zeit gerade erfunden hatte. Besonders süß finde ich das, ich weiß nicht, ob er das selber gewesen ist, aber dass offenbar Leibniz hier auf Griechisch Anno und Kato oben und unten hingeschrieben hat, um zu wissen, wie rum man das Ding eigentlich halten musste. Naja, was ist nun mit diesen 64 Hexagrammen? Die 64 Hexagramme repräsentieren 2 kombinierte Grundsituationen, also den Übergang von einer Grundsituation in die nächste. Und da haben Sie wieder diese Idee vom dynamischen Kosmos, der von einem Zustand in den nächsten sich hineinbewegt. Diese Hexagramme stellen also eine Entwicklung dar, den Wandel von einer Situation in die nächste. Und damit haben wir jetzt hier die Grundidee der Kosmologie des I Ching eigentlich sehr schön gefunden. Diese Grundidee lautet, und das ist ein Satz, den können Sie sich merken, der Kosmos befindet sich im permanenten Wandel. Das Universum ist für die Kosmologie des I Ching kein statisches Ding, sondern es ist etwas Dynamisches. Jede Situation, jeder Zustand des Kosmos hat eine gewisse Neigung zur Veränderung um sich. Jede Situation schlägt irgendwann um in die nächste. Aber, und auch das ist jetzt ein wichtiger Gedanke, dieses Umschlagen von einer Situation in die nächste, das ist nicht zufällig, sondern dieser Wandel folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Wer nun diese Gesetzmäßigkeiten kennt, wer die Tendenzen einer Situation erkennen kann und weiß, wie sie sich wohl verändern wird, der kann sich an die Sache anpassen. Diesen Gedanken kann man ganz gut illustrieren, wenn Sie sich das so vorstellen mit 2 verschiedenen Kugeln, wie Sie die hier in diesem Beispielbild sehen können. Beide Kugeln liegen still, sie bewegen sich nicht, aber trotzdem ist die Situation beider Kugeln eine vollständig andere. Die Tendenz oder das Potenzial ist nämlich in beiden Fällen ein ganz anderes. In dem einen Fall liegt die Kugel stabil und wird sich auch bei Veränderungen oder Erschütterungen nicht vom Platz wegbewegen. Im anderen Fall liegt sie still, aber ist äußerst labil und die kleinste Veränderung wird dazu führen, dass sie wegrollt. Obwohl also beide Situationen in der Momentaufnahme vollkommen gleich sind, haben sie eine unterschiedliche Neigung oder Tendenz, wohin sie sich entwickeln werden. Und das Wichtige ist nun zu erkennen, in welche Richtung werden sie sich entwickeln und sich dann entsprechend daran anzupassen. Und genau dafür ist das I Ching da. Dafür braucht man das Orakel. Dieses Orakel sagt also nicht voraus, wie die Zukunft sein wird. Es ist keine exakte Vorhersage der Zukunft.
Das geht ja auch gar nicht, denn der Kosmos ist immer in Bewegung und Veränderung. Die Zukunft ist noch nicht fix. Aber es ist ein Orakel, das hilft zu erkennen, was die Tendenzen in der aktuellen Situation sind und wohin sich das Universum entwickeln kann. Das I Ching wird auch heute noch dazu verwendet, Orakel zu legen, allerdings normalerweise nicht mehr nach diesem Verfahren mit den Schafgabenstängeln, sondern es gibt eine vereinfachte Methode, die mit Münzenwerfen funktioniert. Ich will Ihnen das mal kurz demonstrieren, einfach weil es eine interessante und kuriose Geschichte ist und vielleicht haben Sie auch spontan Interesse bekommen, ins Wahrsagebusiness einzusteigen, wenn das mit dem Philosophiestudium nichts geben sollte. Das mit dem Münzorakel funktioniert folgendermaßen. Sie benötigen dazu einfach nur 3 Münzen und diesen Münzen werden bestimmte Zahlenwerte zugewiesen. Die Kopfseite der Münze ist die Yang-Seite, die zählt 3 und die Zahlseite der Münze ist die Yin-Seite, die zählt 2. Wenn Sie dann 3 Münzen haben, dann gibt es insgesamt 4 mögliche Summen, die dabei rauskommen können, nämlich 6, 7, 8 oder 9. 6 und 8 zählen dabei als ein Yin und 7 und 9 zählen dabei als ein Yang. Sie werfen also die Münzen, gucken, ob ein Yin oder ein Yang dabei rauskommt und notieren entsprechend eine unterbrochene Linie für ein Yin oder eine durchgezogene Linie für ein Yang. Das machen Sie 6-mal und Sie kriegen dann ein Hexagramm raus. Und dieses Hexagramm ist dann die Antwort auf Ihr Orakel. Sie greifen sich das I-Ching raus, gucken das Hexagramm nach und lesen den Urteilsspruch und haben die Antwort auf Ihre Orakelfrage gefunden. Machen wir das jetzt also mal kurz an einem kleinen Beispiel durch und fragen das I Ching, werden die Amerikaner Donald Trump wieder zum Präsidenten wählen? Ich nehme meine 3 Münzen, werfe und es kommt dabei heraus 3-mal ein Bild, das heißt Yang, eine 9. Nächster Wurf, eine Zahl und 2 Bilder, heißt ein Yin, eine 8, eine 6. So. Wurf Nummer 3 kommt raus, 2-mal die Zahl, 1-mal das Bild, wieder ein Yang, durchgezogene Linie. Wurf Nummer 4 haben wir 2 Zahlen und ein Bild, das ist die 7, ein Yang. Wurf Nummer 5 ergibt eine Zahl, 2 Bilder, das ist eine 8, ein Yin. Und Wurf Nummer 6, der letzte, ergibt 2 Bilder, eine Zahl, wieder eine 8, ein Yin. So, jetzt haben wir also ein Hexagramm gefunden. Das besteht aus Yang, Yin, Yang oben und Yang, Yin, Yin unten. Dann schauen wir uns mal diese hilfreiche Tabelle an, um das entsprechende Trigramm aufzufinden. Da sehen wir hier, es ist in der Spalte Nummer 4 und in der Zeile Nummer 6. Das heißt, wir enden bei Trigramm Nummer 56. Ich greife also meine Ausgabe des I Ching heraus und suche nach dem Hexagramm Nummer 56 und finde raus, Hexagramm Nummer 56 ist Lü, Reise. Als Orakelspruch steht hier: Hexagramm Reisen, bringe ein kleines Opfer, das Gedeihen fördernder Einflüsse für die Mahnen der Ahnen dar. Für Reisen ist Glück geweissagt. Ich nehme an, das soll bedeuten, dass es eine gute Sache wäre, wenn Donald Trump aus dem Weißen Haus ausreisen würde. Also hoffen wir mal, dass das I Ching recht behalten wird in dieser Sache. Gut. So viel zu der Orakelpraxis des I Ching. Aber schauen wir uns jetzt doch mal die Kosmologie des I Ching ein bisschen genauer an. Wir wissen schon, das habe ich jetzt relativ oft gesagt, für das I Ching ist der Kosmos dynamisch. Er ist permanent im Wandel begriffen. Aber wieso eigentlich? Wie kommt man dazu? Dazu müssen wir verstehen, wie für das I Ching der Kosmos aufgebaut ist. Und damit fangen wir am besten mit dem an, woraus er aufgebaut ist. Und das ist das sogenannte Qi. Das Qi ist das Prinzip aller Dinge in der Kosmologie des I Ching. Und Prinzip, dieses Wort können Sie hier durchaus so verstehen, wie bei den Vorsokratikern das Prinzip, also quasi die Arche, der Ursprung aller Dinge. Sie erinnern sich vielleicht aus der Geschichte der Philosophie, bei den Vorsokratikern gab es Leute wie Thales, der gesagt hat, das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, oder Anaximenes sagt, alle Dinge sind aus der Luft entstanden oder so. Gemeint ist immer der Urstoff, aus dem das Universum besteht, das erste Ding, aus dem alles andere hervorgegangen ist. Und diese Rolle spielt für die chinesische Kosmologie das Qi.
Der Begriff Qi lässt sich allerdings kaum sinnvoll übersetzen. Unter anderem wurde vorgeschlagen, dass man dafür vielleicht Energie oder Kraft oder Materie sagen könnte, aber jede dieser Übersetzungen verengt den Begriff eigentlich viel zu sehr. Daher bleiben wir vernünftigerweise beim chinesischen Wort Qi und gebrauchen das ganz einfach als einen Terminus technicus. So, was ist also das Qi? Naja, Qi ist ganz einfach das, woraus alles besteht. Das Qi ist der Stoff oder die Energie, die alle Dinge in ihrer Existenz hält und die Veränderung dieser Dinge antreibt. Alles, was existiert, ist Qi oder hat Qi in sich. Qi existiert aber auch vor allen Dingen. Es ist in allen Dingen enthalten. Das sollte man jetzt allerdings nicht so verstehen, als ob Qi so etwas wäre wie Materie. Qi ist keine Materie, es ist das, was die Veränderung der Materie antreibt. Aber man könnte jetzt versucht sein, Energie zu sagen für Qi, aber auch das ist es nicht. Qi ist keine reine Energie, denn alles, was existiert, auch die materiellen Dinge, lässt sich verstehen als eine Art von Kondensat des Qi. Entstehen und Vergehen der Dinge sind nichts anderes als Verdichtung und Verdünnung des Qi. Das Qi verdichtet sich, ein Ding entsteht, das Qi verdünnt sich, ein Ding verschwindet aus der Existenz. Verdichtung des Qi heißt, die Dinge entstehen, Verdünnung heißt, sie hören auf zu existieren. Dinge werden also in diesem Weltbild hier primär als Prozesse verstanden, als Prozesse der Bewegung des Qi. Dinge sind also genau wie der ganze Kosmos an sich nichts Statisches, sondern sie sind Veränderungsprozesse und das, was sich da verändert, ist eben das Qi. Alle Dinge sind permanent im Wandel, heißt also aus der Perspektive des Qi betrachtet, das Qi fließt permanent. Wandel ist das Prinzip des Universums. Alles wandelt sich. Das Qi ist permanent in Bewegung. Aber Wandel ist natürlich nur möglich vor einem unveränderlichen, sich nicht wandelnden Hintergrund. Wir nehmen ja Bewegung immer nur relativ wahr. Relativ zu etwas anderem, das sich nicht bewegt, das statisch ist. Also denken Sie, haben Sie wahrscheinlich schon erlebt, an diese seltsame Situation, wenn man im Zug sitzt und der gegenüberliegende Zug fängt an zu fahren. Und für einen kurzen Moment wissen Sie nicht, bin ich es, der sich jetzt bewegt, oder ist es der andere Zug, der sich bewegt? Und erst in dem Moment, wenn Sie etwas Stillstehendes, ein Schild am Bahnhof oder etwas sehen, können Sie ausmachen, wer sich bewegt, ob Sie es sind oder der andere. Wir brauchen also einen Fixpunkt, um den Wandel wahrzunehmen. Und dieser Fixpunkt ist in der Kosmologie des I Ching das sogenannte Taiji. Taiji, das bedeutet wörtlich übersetzt der höchste Gipfel oder die höchste Einheit, die höchste Spitze. Und dieses Taiji, das ist die Gesamtheit des Qi. Damit ist es der Ursprung alles Seins. Es ist die letzte, die absolute Realität. Das, was am Anfang und logisch gesehen hinter allem steht. Das Universum, haben wir ja gerade eben schon gesagt, das ist das Produkt der Verdünnung oder Verdichtung des Qi. Das Qi fluktuiert permanent. Aber in seiner Gesamtheit wird es nicht mehr oder weniger. Und diese Gesamtheit, dieses Ganze, die Einheit von allem Qi, das ist das Taiji. Stellen Sie sich das vor wie eine Box Legosteine. Sie können aus diesen Legosteinen Dinge bauen. Sie können die Steinchen neu zusammensetzen. Sie können Sachen auseinanderbauen und neu kombinieren. Aber die Steine bleiben immer die gleichen. Die Gesamtmenge der Steine in der Box ändert sich nicht, egal wie sehr Sie die Steine durcheinanderwirbeln und kombinieren und auseinandernehmen. Diese Gesamtheit, das ist das Taiji. Und das Taiji ist das Einzige, was stabil und fest bleibt in einem an sich dynamischen Kosmos. So Qi ist also das, woraus der Kosmos besteht und das, was ihm seine Dynamik verleiht. Aber diese Dynamik, auch das haben wir eben schon kurz angedeutet, diese Dynamik ist nicht blind oder zufällig, sondern diese Dynamik folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Was für Gesetzmäßigkeiten sind das? Nun, die Gesetzmäßigkeit, der Wandel folgt, der Wandel im Universum, das ist der Wechsel von Yin und Yang. Und diese beiden Grundkräfte bilden das Kernprinzip des Wandels. Das Qi, das woraus das Universum gemacht ist, realisiert sich gemäß dieser beiden Grundkräfte. Also der Wechsel von Yin und Yang, das ist das fundamentale Prinzip des Werdens im Kosmos. Aber was sind jetzt Yin und Yang? Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Zunächst mal, Yin und Yang sind Kräfte. Sie sind Kräfte, die auf andere Entitäten einwirken. Sie sind selbst nicht irgendwelche Dinge. Also weder Yin noch Yang sind irgendwelche Dinge. Sie sind selbst Abstraktionen, könnte man sagen.
Also es sind keine konkreten Dinge, sondern sie sind nur Kräfte, die auf andere Dinge einwirken. So wie die Gravitation beispielsweise auch auf Dinge einwirken kann, wie mich oder die Erde oder den Mond oder was weiß ich was, aber selbst kein zusätzliches Ding ist zu den Dingen, auf die sie einwirken. Genauso sind Yin und Yang zu verstehen als einfach kosmische Kräfte. Yin und Yang sind als solche Kräfte aber auch polare Gegensätze. Das heißt, sie stehen einander genau gegenüber. Sie sind jeweils das Gegenteil voneinander, könnte man sagen. Diese gegensätzlichen Prinzipien von Yin und Yang manifestieren sich nach der traditionellen chinesischen Weltanschauung auf ganz unterschiedliche Weise im Universum. Und alles, was es im Universum gibt, ist eigentlich in irgendeiner Weise mit Yin oder Yang assoziiert. Also Yang steht beispielsweise für das Helle, das Starke, das Warme, das Männliche, das Aktive, das Positive, für den Himmel oder für das Feuer. Und auch heute noch im modernen Chinesisch heißt die Sonne, wissen Sie vielleicht, wenn Sie ein bisschen Chinesisch gelernt haben, Taiyang, das höchste Yang. Im Gegensatz dazu steht Yin für das Dunkle, das Schwache, das Kalte, das Weibliche, das Passive, das Negative, für die Erde und für das Wasser. Bei dieser Gegenüberstellung müssen wir jetzt allerdings aufpassen, dass wir das nicht wertend verstehen. Also Yin und Yang sind keine evaluativen Kategorien, sind keine wertenden Begriffe. Also wenn jetzt hier von positiv oder negativ die Rede ist, heißt das ganz explizit nicht gut oder schlecht. Positiv und negativ, das können Sie sich jetzt so vorstellen wie beispielsweise die beiden Pole einer Batterie. Also eine Batterie hat einen positiven, einen negativen Pol, aber das ist nicht der gute und der schlechte Pol, sondern es sind einfach nur gegensätzliche Pole. Yin und Yang sind aber nicht nur gegensätzlich, sondern Yin und Yang sind zugleich auch komplementär zueinander. Das heißt, sie sind aufeinander angewiesen. Sie können nur als Kontraste existieren. Ohne Yin gibt es kein Yang und umgekehrt. Diese Eigenschaften von Yin und Yang, das drückt dieses sehr weit bekannte Yin-Yang-Symbol sehr, sehr gut aus. Wenn Sie sich dieses Symbol anschauen, werden Sie eine ganze Menge Eigenschaften, die wir gerade besprochen haben, darin wiedererkennen können. Also beide zusammen, Yin und Yang, bilden das Ganze, die Einheit, den Kreis an sich, die Einheit des Universums. Beide sind in Bewegung und versuchen einander zu verdrängen. Also Sie sehen, dass dieses Yin-Yang-Symbol so eine gewisse inhärente Dynamik aufzuweisen scheint. Es sieht so aus, als würde es sich ständig im Kreis bewegen, dieses Symbol. Lokal betrachtet, also wenn Sie bestimmte einzelne Regionen des Kosmos betrachten, dann kann es durchaus sein, dass das eine stärker ist als das andere, dass das Yin stärker ist als das Yang. Und es sieht so aus, als würde an manchen Stellen das Yin das Yang dominieren oder umgekehrt. Aber dafür ist es an anderen Stellen deutlich schwächer. Wenn wir das Ganze nicht mehr lokal, sondern global betrachten, dann sehen wir, Yin und Yang sind immer exakt gleich stark. Beide nehmen exakt genau gleich viel Fläche in diesem Kreis ein. Und an den Stellen, an denen das Yin besonders stark ist, enthält es in sich bereits den Keim des Yang und umgekehrt. Keines kann also das andere ersetzen. Da, wo das eine stärker wird und versucht, das andere zu verdrängen, da enthält es in sich bereits den Keim des anderen, dass es letzten Endes wieder zurückdrängen wird. Wo immer sich das eine, das Yin oder das Yang in die Richtung der Dominanz bewegt, da entsteht als Reaktion anderswo das andere, um es wieder zu verdrängen. Daraus folgt jetzt ein sehr wichtiges Prinzip für die Kosmologie des I Ching. Dieses Prinzip lautet: Wenn etwas sein Maximum erreicht hat, dann schlägt es ins Gegenteil um. Auf Chinesisch ist das sehr elegant und knapp formuliert, einfach Uji Bifan. Also wenn die Dinge ihr Maximum erreicht haben, dann müssen sie sich notwendigerweise ins Gegenteil verkehren. Diese Dynamik von Yin und Yang ergibt also eine Art Periodizität des Wandels. Es ist nicht einfach nur ein Auf und Ab von Yin und Yang, sondern es ist ein periodisches Oszillieren, ein Hin- und Herschwingen zwischen Yin und Yang. Das Yang wächst und wird stärker, gleichzeitig geht in diesem immer stärker werdenden Yang der Keim des Yin auf. Und wenn das Yang dann sein Maximum erreicht hat, schlägt es um ins Yin, das dann wiederum stärker und stärker wird, bis es sein Maximum erreicht hat, um wieder ins Yang umzuschlagen. Es ergibt sich also so eine Art Sinuskurve, ein stetiges Oszillieren, ein Pendeln zwischen Yin und Yang. Das findet sich beispielsweise wieder nach dem traditionellen chinesischen Verständnis im Ablauf der Jahreszeiten. Also wenn die Wärme, das Yang, am größten ist im Hochsommer,
Dann kommt der Moment, wo es wieder kühler wird, wo es umschlägt und sich in Richtung Yang, Yin bewegt, also in Richtung des Winters. Und wenn der Winter am kältesten und dunkelsten ist, dann schlägt es um und die Tage werden wieder länger und heller und wärmer. Und es geht wieder in Richtung Yang und immer so weiter. Wie sollte man sich jetzt als Mensch in einem solchen Kosmos, wie ihn das I Ching beschreibt, eigentlich verhalten? Es wäre absurd, nach Gleichgewicht zu streben. Gleichgewicht, verstanden als ein Stillstand in der Mitte, ist natürlich unmöglich. Das Universum befindet sich permanent in Bewegung. Es ist einem permanenten Wandel unterworfen. Das heißt, es kann gar nicht so etwas wie einen Stillstand geben. Es kann nicht dieses Gleichgewicht des sich nicht mehr Bewegens in der Mitte geben. Das einzige Ziel für das menschliche Leben in einem solchen permanent sich wandelnden Universum, das kann nur sein, sich an den Wandel anzupassen, die Tendenzen des Universums zu erkennen, also zu erkennen, in welche Richtung es sich wandeln wird und mit diesem Wandel mitzugehen. Für diesen Weg, den das Universum durch den Wandel geht, dafür gibt es einen Namen. Der Name ist ganz einfach Dao, Dao, der Weg. Das Dao ist das Prinzip des Wandels. Es ist der Weg des Wandels, den das Universum geht, oder der Weg, dem das Universum in seinem Wandel folgt. Und was es mit diesem Begriff des Dao auf sich hat und wie man sich an das Dao anpassen kann, darüber werden wir dann beim nächsten Mal reden müssen.